Das ist Schütze TV mit dem ersten Fußball-Podcast der Schweiz. Let's do it! Ob der FC Winterthur kann froh sein, dass wir so eine tolle Mannschaft haben, die alle mitziehen, wo sich die alten, erfahrenen, ich will nicht sagen alten, aber die erfahrenen Spieler wirklich so in den Dienst der Mannschaft stellen und wir zu diesem Zeitpunkt schon so viele Punkte haben, das gebührt der Mannschaft ein Riesenkompliment. Es war kalt gestern Abend auf der Schützenwiese. Dreimal ist das Spiel Winterthur gegen Chiasso schon verschoben worden. Gestern konnte es endlich stattfinden. Bei diesen äußeren Bedingungen verständlich, dass es kein Highlight geworden ist. Wenn man jeden dritten Tag spielen muss, muss ich immer wieder auch eine Absage einfangen. Dann muss ein Tag später schon wieder 100% da sein. Das ist alles nicht so leicht. Der Boden ist sicher schwieriger zu bespielen und tiefer und kostet mehr Kraft, als wir alle denken. Ja, und das ist sicher mit unserem Personalstand, den wir momentan haben, sehr schwierig. Und deswegen muss ich eigentlich den Spielern ein großes Kompliment machen, wie sie sich reinhängen. Wie unfreundlich das es gestern war, beweist die Aufnahme. Die GoPro im Goal von Chiasso hat nach wenigen Minuten ihren Geist aufgegeben. Das Bild ist eingefroren. Siebte Minute, Wechsel beim FC Winterthur anstelle vom verletzten Nummer 7, Gesin Pezzi, neu im Spiel mit der Nummer 29, Anas Omarovic. Wir haben heute wieder erste Minute einen Pepsi verloren, unser Mittelfeldmotor. Das ist bitter für uns Trainer. Was hätte er? Das weiß ich nicht, aber bei uns haben die Spieler meistens einen Muskelfaserriss und deswegen glaube ich auch, er hat einen. Aber ich weiß es wirklich nicht. Zum Spiel. Winterthur hat sehr konzentriert gespielt und sich Chancen um Chancen erarbeitet. Nur mit dem Goalschiessen hat es nicht so geklappt. Erst in der 40. Minute war es dann so weit. Bus auf Galla. Schön umspielt der Goalie. Und mit Glück gelangt der Ball zum Roberto Alves. 1:0. Der Chiasso-Goalie steht ziemlich im Schilf. Ein kurzer Gefühlsausbruch. Und dann sofort wieder Corona-kompatibles Jubeln. 1:0 für den FC Winterthur ist in der 40. Minute gefallen. Torschütz mit der Nummer 10, Roberto Alves. Aber man darf auch den Assistgeber erwähnen, das ist der Davide Galler. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer rauszurücken, immer wieder den Gegner unter Druck zu setzen. In der ersten Halbzeit, immer wenn wir den Gegner unter Druck gesetzt haben, kamen Torschancen. Und wir hatten ja nun in der ersten Halbzeit schon die Möglichkeit, das Spiel für uns zu entscheiden. Der schönste Angriff dann in der letzten Minute vor der Pause. Leider verschießt Samir Amisi. Nicht das erste Mal in dieser Saison. In der zweiten Halbzeit ist nicht mehr viel gelaufen. Die grösste Action hat man neben dem Feld gesehen. Auf der Chiasso-Bank. Ebenfalls engagiert an der Seitenlinie, aber im Ton viel anständiger, der Ralf Lohse. Ich habe heute das Gefühl, du bist fast der Aktivste auf dem Feld. Ich habe dich noch nie so viel schreien und anführen und dirigieren gehört. Was war los? Ja gut, das ist eine andere Situation. Wir haben keine Zuschauer. Ich denke, ich bin immer aktiv dabei. Und es gehört auch dazu, glaube ich. Und die Mannschaft braucht auch in gewissen Momenten die Unterstützung und die Hilfe in gewissen taktischen Fragen. Und nach dem 2:0 dann denke ich, war alles ein bisschen leichter und dann bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden. Und das ist das 2:0 in der 77. Minute. Ein klares Foul an Roman Buess. Und den Penalty hat er gerade selber versenkt. Wie immer in dieser Saison. Auch wie immer
sind Jubel und Gruß via Schützi TV ab Fans. Es ist der falsche Zeitpunkt, hier irgendjemanden herauszustellen. Wir haben auch vorne einen Roman, der alle Elfmeter eiskalt verwandelt, sie selbst rausholt. Wir haben einen Kalla, der mit 36 Jahren weite Wege geht, immer Top-Werte beim GPS-Daten hat. Also wir haben eine wirklich intakte Mannschaft und trotzdem wissen wir, es werden weiter schwere Wochen für uns. Bereits übermorgen geht es weiter gegen Thun. Eine Mannschaft, die ganz sicher ein anderes Kaliber ist als das harmlose Chiasso.